Mein Name ist Florian Walburg, ich bin 29 Jahre alt und ich promoviere im Bereich der Bruchmechanik und beschäftige mich dort mit Abtragsmodellen für das Drahtsägen von Silizium. Silizium wird üblicherweise aus großen Blöcken gesägt. Was man dann erhält, sind sogenannte Wafer, die die Grundlage für Solarzellen bieten. Und im Rahmen meiner Promotion beschäftige ich mich mit Prozessen während der Herstellung von diesen Wafern. Während dieser Block durch das Drahtfeld geführt wird, passieren Materialabtragsvorgänge. Man weiß nicht genau, wie die Abtragsvorgänge vonstatten gehen. Durch meine Forschung soll es ermöglicht werden, Trennprozesse in spröden Materialien während der Herstellung besser zu verstehen und dadurch ökonomisch effizienter zu gestalten. Meine Promotion ist ein Kooperationsprojekt von Fraunhofer, der HTWK Leipzig und der TU Freiberg. Die experimentellen Arbeiten finden hauptsächlich bei Fraunhofer statt, weil wir hier einfach ein einmaliges Equipment haben, um solche Untersuchungen durchzuführen. Und die numerischen Arbeiten finden an HTWK Leipzig statt und an der TU Freiberg. Ich verbinde Theorie und Praxis eben auch durch diese Kooperationsstruktur. Und das macht natürlich auch die HTWK aus als angewandte Forschungseinrichtung, Hochschule. Die Motivation für mich ist natürlich nicht nur eine wissenschaftliche Arbeit zu schreiben und sich mit grundlegenden bzw. anwendungsnahen Fragestellungen zu beschäftigen, sondern auch einfach die Tatsache, dass es auch sehr erfüllend ist, wenn man etwas entwickelt, ein Verfahren, ein Modell, eine Gleichung, mit der Prozesse wie hier optimiert werden können, Wafer dadurch besser geschnitten werden können bzw. durch meine Forschung mit optimiert wird und dann ein zuverlässigeres Photovoltaikmodul auf dem Dach sich von der Sonne bescheinen lassen kann. Und dadurch langfristig und sauber grünen Strom erzeugt.